Hallo und herzlich willkommen bei Hauptstadtsport TV. Mein Name ist Kai Winko und neben mir steht sie, Jay, DJ, Dizzle, Jay-Z, Jessica Deutscher. Ja, danke schön für diese Ankündigung. Bitte schön. Ich fühle mich geehrt. Und wir sind heute beim Gerätturnen. Hier sind die Finals von den Mädels in der Sporthalle in Schöneberg. Ihr seht es hinter uns noch, ja, gähnende Leere. Aber gleich geht's los. Gleich geht's los und wir kommen auch gleich zu unserem ersten Beitrag von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics Tag 2. Und wir fangen an mit Volleyball. Hochfliegen, tief schmettern, das Motto der Volleyballer, egal ob leidenschaftlicher Hobbyspieler oder angehender Profi. In den Platzierungsspielen heute Vormittag wurde um jeden Ball gekämpft. Auch wenn hier ausschließlich die Freizeitschmetterer am Werk waren, die Sieger spielen wie Profis morgen unter sich aus, alles wie immer eigentlich. Es kristallisiert sich so raus, dass natürlich sich um die vorderen Plätze vorwiegend die Sportgymnasien, und die haben wir ja vorwiegend, sagen wir mal, im Osten noch als auch namentlich genannte Sportgymnasien, beziehungsweise die sportbetonten Schulen streiten. Das kann man doof finden, muss man aber nicht. Die spielen sehr gut, die sind natürlich eingespielt, haben wahrscheinlich fünfmal die Woche Training. Aber sie müssen halt gewinnen, haben den Druck, und deswegen hat man immer eine Chance, solche Teams zu schlagen. Mit Motivation und Teamgeist jede Herausforderung annehmen. Alles andere würde dem olympischen Gedanken auch zutiefst widersprechen. Ich glaube, wenn man das auf die Schüler projiziert, dann ist es kein Konflikt. Natürlich sehen die den Klassenunterschied. Die spielen hier eben gegen Mannschaften, die das leistungsmäßig im Verein betreiben und eine starke Schulmannschaft dann hier am Start haben. Und das steht, glaube ich, auch für die etwas schwächeren Schulen nicht so im Vordergrund, dass sie vielleicht hier zusammengeschossen werden, sondern eher die Erfahrung, dass sie mal gegen solche starken Mannschaften, die sie sonst vielleicht nicht kennenlernen, eben auch mal ein Spiel machen in der Vorrunde dann. Kann man sich viel abgucken, von Techniken über taktische Eingriffe, und ja, macht einfach Spaß, denen nochmal zuzugucken. Aufgrund der Vielzahl der Spiele bietet Jugend trainiert für Olympia den Kids den einmaligen Vorteil, die abgeschauten Tricks auch gleich anzuwenden und auszuprobieren. Das sorgt für gute Laune. Die Stimmung war sehr gut auf dem Spielfeld gerade bei uns, und ich finde, das ist die Hauptsache einfach. Eine Woche schulfrei. Und das auch, ja. Miteinander spielen und voneinander lernen. Schließlich trainieren ja alle für das gleiche Ziel. Wir stehen jetzt hier bei der Gruppe aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Ribnitz von der Bernstein-Schule. Und damit wir wissen, wer hier eigentlich alles steht, verraten wir uns erstmal ihren Namen. Paula. Marie Antonia. Celina. Lia. Caroline. Ja, hallo. Herzlich willkommen bei Jugend trainiert für Olympia. Und wusstet ihr eigentlich, dass Jugend trainiert dieses Jahr 45 Jahre alt wird? Nein. Wie alt seid ihr denn so? 14. Dann habt ihr noch einiges vor, bis ihr 45 seid. Zum Beispiel, habt ihr da irgendwelche Pläne? Was wollt ihr erreicht haben? Dass ich bis dahin ein eigenes Fitnessstudio habe. Hast du auch schon einen Plan? Dass wir das hier rocken und das gewinnen. Das hört sich schon gut an. Und hier auf der Seite? Also wenn ich 45 bin, möchte ich auf jeden Fall einen Mann haben. Oh ja, das ist auch sehr wichtig. Ja, irgendwie zu Olympia oder so, keine Ahnung. Ja, Olympia, das ist, da trainiert ihr ja quasi jetzt für, ja. Jugend trainiert für Olympia, ne? No. Ja, Mensch, Mensch, Mensch. Und wie sieht es denn sonst weiter aus? Habt ihr sonst noch Hobbys, also andere sportliche Hobbys außer Geräteturnen? Also sportlich nicht, aber ich spiele noch Klavier. Oh, cool. Und bei dir? Ich segel. Segeln. Segeln ist auch cool. Segeln gibt es zwar bei Jugend trainiert nicht, aber dafür gibt es Tischtennis, und das gucken wir uns jetzt mal an. Er machte Tischtennis in Deutschland so richtig berühmt. Er ist der Grund, warum tausende Jugendliche Kelle statt Fußball im Kinderzimmer haben. Timo Boll, der Tischtennispate von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Bemerkenswert, bis zu 500 Sportler duellierten sich am zweiten Wettkampftag, und das mit und ohne Handicap. Also meine sogenannten normalen Tischtennisspieler, die bewundern die Paralympics, die sehen, dass die auch guten Sport machen, und dieser Zusammenhalt, da entstehen Freundschaften und alle, also ist einfach super, dass das zusammen in einer Halle stattfinden kann. Unter den Teilnehmern auch diese jungen Herren, Leon und Nico, beide Sportler mit Handicap, trotzdem unterschiedlich. Der eine
im Rollstuhl, der andere auf Beinen. Gibt es da nicht irgendwelche Probleme? Nicht unbedingt, wenn man die Person ziemlich gut kennt. Zum Beispiel mein Teamkamerad Niki ist mein bester Freund und von daher passt es perfekt zusammen. Die beiden Kumpels von der Stephen Hawking Schule überzeugten mit ihren Teamkameraden über das ganze Turnier. Erst im Halbfinale mussten sich die Baden-Württemberger der Karl-von-Linier-Schule aus Berlin geschlagen geben. Ein hochklassiges Match, trotz körperlicher Einschränkung. Ja, also ich glaube nicht, dass man die jetzt irgendwie unterbewerten oder so soll, weil die haben auch schon was drauf. Und also ich glaube, dass es eigentlich so ist, wie auch wenn wir gegen ganz normale Leute spielen, also die nicht behindert sind. Mit 4 Halbfinalisten in verschiedenen Altersklassen bewies Nordrhein-Westfalen bei den Sportlern ohne Handicap seine Klasse. Kein Wunder bei dem großen Vorbild. Das ist ja Timo Boll, ne, das kann man ja einfach so sehen. Der spielt halt in Düsseldorf, das ist halt Nordrhein-Westfalen, da ist der Stützpunkt. Wir haben 2 Kaderspieler in der Mannschaft, da ich auch, und deswegen halt, denke ich, sind wir alle gut dabei. Der junge Kai bewies vor allem im Halbfinale sein Können und behielt gegen seinen Gegner aus Schleswig-Holstein stets einen kühlen Kopf. Den größten Erfolg erzielten jedoch Jugendtrainiert für Olympia und Jugendtrainiert für Paralympics, denn die Veranstaltung zeigte, ob oder mit Handicap. Am Ende sind wir doch alle gleich. Und wir sind auch gleich umgezogen zu der nächsten Gruppe gesprungen aus Sachsen-Anhalt vom Luther-Melanchthon-Gymnasium. Ne? Und die wollen uns was erzählen. Ja, wir wollen ja auch so ein bisschen Persönliches wissen. Ja, nicht nur hier von Jugend trainiert. Mädels, ihr seid ja noch in der Schule. In welcher Klasse seid ihr? Ich bin 8. 8. Klasse, okay. Ja. Ich weiß ja, wie das ist in der Schule, ja, auch im Sportunterricht. Das kann auch lustig sein. Sind euch denn schon mal irgendwie witzige oder peinliche Sachen passiert? Ist da mal irgendwas vorgefallen? Ja, also das war damals, schon eine Weile her, da hatten wir Sportunterricht und da wussten die Jungs nicht, wie sie was tun sollten. Da musste ich die Übung vortun am Parallelbarren und da ist mir die Hose gerissen. Oh, oh. Ja, und dann wusste ich nicht, wie ich da irgendwie wegkommen sollte und da bin ich dann so irgendwie davon geschlichen und ja. Ja, das war nicht so angenehm. Ich muss dann mal weg. Ja. Oh Gott, der ist peinlich. Ja. Zum Thema Hose, da fällt mir aber auch was ein. Oh Gott, so eine alte Geschichte. Ja. Grundschule erzähl. War das. Erzähl. Ja, so, ich erzähl. Und zwar, wir hatten immer so Spiele, so, oh, wer zieht wem die Hose runter? So, und dann war ich mal dran. Und dann habe ich einer Freundin die Hose runtergezogen. Ja. Danach war es keine mehr. Nee, habe ich die Hose runtergezogen, aber leider war die Unterhose auch noch mit dabei. Oh Gott, das ist echt fies, oder? Oh, war ja, ey, das schon. Ey, und seitdem habe ich in Angst und Schrecken gelebt, dass sie das auch bei mir macht. Aber das ist echt fies. Jesse, danke für die Geschichte. Wir kommen erstmal. Und beim Basketball war das. Wir kommen zu unserem nächsten Einspiel. Beim Basketball? Ja, ohne Mist. Beim Basketball. Perfekte Überleitung, danke. Bitte. Ja, meine Kollegin Jessica, ja, spielt mir mal perfekt den Ball zu. Denn wir haben jetzt auch Basketball und zwar Jugendtrainiert für Paralympics Rollstuhlbasketball. We are one. Kein Sport vermittelt dieses Motto mehr als der Rollstuhlbasketball. Mädchen und Jungen, Sportler mit und ohne Handicap, sie alle spielen in einem Team. Weil im Sport gibt es keine Grenzen, ob man nun behindert ist oder nicht. Jeder betreibt halt Sport und da kann man gemeinsam bei solchen Wettkämpfen zeigen, wir sind auch da und wir sind zwar anders, aber auch wir treiben Sport und sind erfolgreich. Im Bundesfinale von Jugend trainiert für Paralympics standen sich 11 bunt gemischte Teams gegenüber. Für viele geht es beim Rollstuhlbasketball aber um mehr als nur gewinnen. Mir bedeutet es sehr viel, das macht den Großteil meiner Freizeit aus. Das ist für mich der Ausgleich zum normalen Leben. Und Rollstuhlbasketball, da hängt mir sehr viel dran und ich würde dafür sehr viel geben. Nur zum Spaß sind die Teams aber natürlich nicht nach Berlin gereist. Am heutigen Donnerstag endete die Vorrunde. Besonders überzeugt haben dabei vor allem die Teams aus Baden-Württemberg hier in Orange und Berlin in Grau. Die Erwartungshaltung dementsprechend hoch. Ich hoffe, wenn das so weitergeht, dass wir ins Finale kommen. Und tatsächlich, im Endspiel kommt es zum Wiedersehen der Marianne-Buggenhagen-Schule mit den Heidelbergern. Als Auftakt der Abschlussveranstaltung wird der Sieger morgen in der Max-Schmeling-Halle gesucht. Nicht nur für die Sportler, sondern auch für die Sportart. An sich ein großes Privileg.
Also Rollstuhlbasketball ist auf dem Vormarsch in Deutschland, ist ja mit einer der spektakulärsten Sportarten oder Behindertensportarten überhaupt. Und gerade auch dieses Turnier soll natürlich auch junge Sportler engagieren. Dafür ist eine Showbühne wie die Max-Schmeling-Halle natürlich wie geschaffen. Tausende von Zuschauern und eine Bombenstimmung erwarten die stolzen Finalisten. Ihr könnt übrigens noch mehr Rollstuhlbasketball sehen. In unserem Archiv findet ihr einen Selbstversuch, den unser Redakteur Malte mal gemacht hat. So, und jetzt hier bei uns sind die Mädels von der Marienschule aus Limburg in Hessen, richtig? Genau. Jawohl. Ja, und wir haben ja heute schon mal den ganzen Tag uns hier umgehört bei den jungen Menschen. Die haben nämlich auch Zukunftspläne. Hast du denn eigentlich schon einen Berufswunsch? Ja, ich wollte was in Richtung Journalismus machen. Was? Moment. Genau, da weiß ich jetzt auch noch nicht. Das trifft sich richtig gut. Ich habe eine Idee, dann können wir eigentlich gleich die Anmoderation mit dir machen. Ne? Dann muss ich das nicht machen. Okay. Ja, dann verrate ich dir ganz kurz was. Ihr habt heute schon viel von uns gesehen. Und jetzt kommen wir zu unserem Beitrag, zu unserer Sportart Geräteturnen. Und sie ist in dieser Form seit 78 Jahren olympisch. Eine Sportart, in der Technik, Haltung und Mut gefragt sind. Turner gelten als Einzelkämpfer, aber es geht auch anders. Bei Jugend trainiert für Olympia tritt eine komplette Mannschaft an. 5 Schülerinnen für und miteinander. Das Wichtigste ist, dass man sich auf den anderen verlassen kann, dass es nicht nur immer heißt, na toll, jetzt hast du es uns allen versaut, weil wenn, dann machen wir es halt als Gruppe und das finde ich toll. Natürlich darf man, wenn man in der Mannschaft ist, nicht so egoistisch denken, sondern daran denken, ja, es ist eine Mannschaft, wir wollen fürs Team was machen. Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden sind die Disziplinen. Die 4 besten Wertungen zählen für das Gruppenergebnis. Die Aufregung ist wirklich sehr viel größer, weil man, ich sag, mehr Druck hat, weil es hier um was wirklich Großes geht. Und zwar um den Bundessieg. Die Einzelleistungen der Mädchen können für ihre Zukunft trotzdem wichtig sein. Der Bundestrainer für den Nachwuchs ist nämlich da. Es sind eine ganze Reihe Bundeskader dabei, die ich über meine Tätigkeit als Bundestrainer betreue. Insofern kenne ich einen Teil und dann sind natürlich eine Reihe Talente, die an ihren Schulen oder auf Landesebene trainieren und die sich hier ganz gut dargestellt haben. Das ist echt cool, dass man da auch mal eine Chance hat, was zu zeigen. Besonders die Berlinerinnen zeigen es mal wieder allen. Mit 250,650 Punkten ist das Schul- und Leistungszentrum Berlin auf Platz 1. Es war dieses Jahr ein bisschen strenger als die letzten Jahre, fanden wir jedenfalls. Aber ja, wir sind zufrieden. Plätze 2 und 3 gehen nach Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Und diese Erfolge in der Gruppe zu feiern, ist doch sowieso viel schöner. Ja, liebe Leute, Jugend trainiert für Olympia, Jugend trainiert für Paralympics. Wie witzig Deutschland schon wieder ist. Ist leider vorbei, aber ihr habt ja die Möglichkeit, auf Facebook und Twitter noch ganz viel von uns anzugucken. Und ja, morgen sind wir schon wieder da. Morgen sind wir schon wieder da. Tag 3, Jugend trainiert für Olympia, Jugend trainiert für Paralympics. Mensch, der hat das heftig, so drauf. Heftig, ne? Wie ein Maschinengewehr. Ansonsten. Bleibt nur noch eins. Bleibt sportlich. Sportlich.